Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Nier Kera betreten, haben ein, zwei Sachen über Mila und Muse herausgefunden. Und zwar, dass Muse voll die Bitch ist und Mila voll. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie man das so nennt, aber sie ist auf jeden Fall nicht ganz Mila. Und sie hat sich uns angeschlossen übrigens. Ja. Und hat schon hier so ein paar Fertigkeiten und so. Bleh, sehr schön. Und das finde ich auch sehr schön alles. Wir gehen jetzt zur Nierkehr Heiligen Kuppe, weil da soll sich Muse befinden. Und Mila vertraut uns, dass wir. Oh, mehr Erfahrungspunkte, jawohl. Mila vertraut uns, dass wir. Okay, zum Glück habe ich die nicht hergestellt. Dass wir uns um Muse kümmern sollen. Und das finde ich richtig gut. Sehr schön. Mein Gott, ich kann echt nicht zusammenfassen. So, haben wir den hier. Okay, sie bekommt direkt die aktuellsten Sachen wieder ausgerüstet, ne? Sehr schön. Lass mich mal kurz gucken. Okay, ich dachte. Okay, erstmal das Tuch hier wegmachen. Dann kommen wir zur Heiligenkuppel. Sehr schön. It sure is great to be working with you, Mila. There's nothing great about it. I'll cooperate, but that doesn't make us friends. Okay. Also ihre Stimme scheint doch die gleiche zu sein, so wie ich das jetzt feststelle. Also wenn ich es mir so genau anhöre, dann ist das die Stimme, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber wird schon die richtige sein. So. Jetzt tun wir mal ein bisschen mit Mila kämpfen. Beziehungsweise. Oh, sehr gut. Oh, ich kann mich wieder in Chromat verwandeln. Sehr gut. Boah, geil. Und sehr schön. Voll verschwendet, egal. Milas Partnerfertigkeit binden. Wenn du Mila als Partnerin wählst, besteht die Chance, dass sie einen umstellenden Gegner bindet. Geschwindigkeitsgegner bindet Mila mit größerer Leichtigkeit. Betäubt Gegner werden bindet sie immer. Sehr schön. Okay. Wenigstens verstehe ich sie hier in dem Spiel. Ernsthaft, im ersten Teil habe ich sie akustisch nie verstanden. Das hat sich jetzt zum Glück geändert. Okay, warum habe ich so viele? Egal. Wollen wir sie mal ein bisschen aus testen? Schimmer wie Windlanze. Erstmal die ganzen Dinger hier hin. Windlanze kommt da hin. Da kommen drei Stein und was hast du nicht? Warum nicht? Noch mal erstmal so oder so. Schimmerwiel, weiß ich nicht. Als neue Attacken, glaube ich. Verdammt. Bah. Ja, das ist der. So. Schon mal gut. Ach, jetzt kann er binden, stimmt ja. Sehr schön. Mein Gott, der Kampfstimme hat sich vollkommen verändert. Weiß nicht, ob das jetzt besser oder schlechter finde. Eine ganz schöne Ungewöhnung jetzt. Milas Fähigkeit, Geisterverschiebung. Wenn du Kreis drückst und hältst, während Mila einen Geisterart wirkt, wird sie das ausgewählte Art beschwören. Drückst du Kreis jedoch nur kurz, macht das Art eine Geisterverschiebung zu einer anderen Art. Indem du die Dauer variierst, für die du Kreis gedrückt hältst, kannst du jeden
dasjenige der beiden Arts wirken, das in der gegenwärtigen Situation effektiver ist. Wenn Milas Geisterart wirkt, während sie in der Luft schwebt, beschwört sie stets als geistverschobene Art, egal wie lange du die Taste gedrückt hältst. Da gibt es aber auch eine Fähigkeit, glaube ich, wo man das ändern kann. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Okay, be careful, Rolo. Eben mit Mila hier diese Geisterverschiebung Titel zu bekommen, das ist auch einfach, finde ich. Weil wenn man mit sie kämpft, bekommt man das sowieso verdammt schnell. Weil das sind einfach so Dinger hier zum ganz normalen Kämpfen, die man braucht. Ich hoffe, nachts sind wir aber auch hier mal fertig. Ich möchte mal wieder außerhalb der Geisterdimension raus. Ja, Dingens, ich möchte Erfahrung jetzt haben. Ja, so hat Gefühl, durch die Bosskämpfe bekommen wir sowieso nie genug Erfahrungspunkte. Die ganzen Erfahrungen und Elementerzdinger, die wir bekommen, sind irgendwie nie gerechtfertigt. Deswegen, und ich baue sowieso immer diese ganzen Verteidigungsdinger, um überhaupt die Bosskämpfe hier zu schaffen. Deswegen kann ich das so oder so vergessen. Oh Mann. So, demonstrieren wir das mal. Ich halte Kreis gedrückt. Feuerkugel. Ich halte nicht gedrückt. Leuchtbombe. Sehr schön, was? Sehr schön. Au, was zum? War einfach, wie man die Gegner richtig zerstören kann, ey. Komm schon, geh hier kaputt. Na, passt. Dick. You okay? Ja, ja. Dankeschön. Okay, nein. Kann ich nicht hier da? 10, verdammt. Das ist zu wenig. Ich meine, das war auch nicht so groß, das Gebiet hier. Wenn ich mich recht erinnere. Wieder ein Music. Verpasste Dingens. You wanna play rough, huh? Und Schnelligkeit, was? Das alles? Ne, jetzt sind keine Geschwindigkeitsgegner. Sehr schön. Mila habe ich vermisst. So, zu kämpfen mit ihr meine ich. Ja, kann ich auch irgendeinen anderen Angriff noch verbinden? Anscheinend nicht. So, haben wir jetzt schon mittlerweile 4 Schwertkämpfer. Nein, keine Freundschaftspose. Nein. Das sieht so bescheuert aus. Mein Gott. Warum? Wieder müssen wir verpasste Chancen. So. Mila's sister is horrible. She's scary and she's so mean to Mila. Well, the prime dimension Musei is a bit different from the one here. I can't believe fractured Musei is somehow even worse than prime Musei. Fractured? Prime? Enough already. What do any of you know about my sister? Oh, I didn't. I'm sorry. In this dimension, it's Mila who seems to be dependent on Musei. How can you like her after what she said about your cooking? If I said something like that, my daddy would get really angry, and I bet he wouldn't like me anymore. So I'd never say something like that. It's more complicated than that. Even though you're siblings? It's complicated because we're siblings.
That doesn't make any sense. It's complicated because we're siblings. Is that how I sound? Okay. Das gibt's zu denken. Warte mal. Da oben an oder was? Bin ich von hinten getroffen? Jawohl. Verdammt! Der falsche Angriff. Noch nächster. Sehr schön. Mach! Was? Ich schon sagen. Level der Herstellung war jetzt nicht schlecht. Bald. Ich glaube, das wird noch nicht mehr lange dauern. Und gleich sind wir auch wahrscheinlich wieder oben und kriegen voll aufs Maul, ne? Von Muse. Ich sehe, hat er schon wieder so kommen, ey. Granat gegen Feuer um 50%. Warum nicht? Nee, lieber nicht. Ich versuche mich gerade zu erinnern, was Muse noch mal im ersten Teil alles drauf hatte. Deswegen, das könnte schon ein bisschen nützlicher sein. Au. Sehr schön. So. Die Attacke mag ich. Was? Bin ich überhaupt? Ja, ich bin mit jemandem verbunden. Muss schon sagen. Mir kann ich keinen Angriff verbinden. Geil. Ich war noch nicht fertig mit dir. Hey, you better not underestimate me. Okay, Überschreitungsverlängerung 2. Das könnte nützlich sein. Nium. Ja. So. Immer schön mitnehmen. Wenn wir es nicht mitnehmen können, dann wegwerfen. Da hinten ist ein Speicherpunkt, das gefällt mir. Aber ist schon wieder viel zu früh, Mann. Eine Art verbessert. Sehr schön. Ja, warte mal, das ist nicht gut. Ach, wir haben sie ja gar nicht mehr dabei. Stimmt. Warte mal. Ich habe nur Leia als Heiler, fällt mir gerade auf. Wir sind... Oh. Ja, stimmt ja, war ja im Dings auch so. Kampf gegen Kronos auch so. Oh mein Gott, nee, da hatten wir noch Jude. Wir sind sowas von tot. Also ich habe eine Lichtklinge, also... Mein Gott. Ist doch nicht. Jetzt setzt er die ganze Zeit Arrivederci ein. Das irgendwie was? Oh geil! Ach, der angefeuert, genau. Oh man, wir haben keine TP mehr. Hat sie auch Level Wiederherstellung ausgerüstet, falls sie halt überhaupt hatte. Komm schon, wir müssen gleich alle Level abhaben. Er hat sie ja gerade wegverbindet. Das gucke ich mir gleich mal an. So cool. You wanna shoot too? You got struck. Okay. Ich würde mal sagen, da wartet unser Boss gleich. Ja, ich krieg jetzt schon mal kotzen. Kann ich mich hier hin teleportieren?
Eingang zur Heiligkuppel. Also nicht. Wir können ja mal weitergehen und vorausscouten, wie gefickt wir sind, sag ich mal. Ich möchte aber gerne nur ein Level up haben. Geht aber nicht. Ma. Ich kann mich auch nicht hin teleportieren. Ihr könnt mich doch mal. Und da wartet unser nächster großer Geist, gegen den wir höchstwahrscheinlich kämpfen können. Und oh Gott, warum bin ich da hingegangen? Please. I've carried out my mission beyond your expectations. May I finally return to the spirit realm now? Every night, my sister mutters things like this to herself. Is she talking to your daddy? I don't know. She refuses to tell me. Ich habe kein Gericht eingesetzt. I'll distract her, but it won't work for long. Hey. What did I say about wandering beyond the shrine? But I was worried about you. What are you doing here, Muse? None of your business. Why would you say that to me? You used to tell me everything. I have nothing more to say to you, Mila. Now go home. Tell me why. Tell me the reason you've been acting like this. What? Luger, now! Alles klar! Oh, Mann. Mila, you made your sister very angry! Okay. What they told me was true! You monster! How dare you call me that human! Wenigstens kommt wieder die awesome Musik. Oh Mann. Los, komm. Was? Bei wem kann der ganze Kampf so ablaufen? Du kannst nicht so stark wie Kronos sein. Ich krieg die Krise, wenn du so stark wie Kronos bist. Du hast eine Schwäche gegen nichts. Sehr schön. Mila hat ein Lichtschwert. Oh Gott, Hilfe. Komm schon, sie kann auch nicht so nervig wie im ersten Teil sein, oder? Okay, ich glaube, das läuft schon ein bisschen besser als vorherigen Kampf. Oh, fuck. Dingens. Warum bin ich jetzt schon in den Kampf gegangen? Oh Gott. Aber gut angefangen, der Kampf. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, Hilfe. Nein, Scheiße. Warum Mila? Ihr seid doch sowas von bescheuert, ey. So, komm her. Also, sie kann teleportieren, sehr schön. Mit sehr schön meine ich Scheiße. Ja toll, jetzt hätte ich mir die Lichtklingen alles herstellen können, ne? Oh Mann, was macht ihr denn da? Oh nein. Das ist... Ah.
Ich sag, wir könnten jetzt wieder so schön Rome brauchen, aber nein. Der entschied sich ja hier, Jude und so als in Sicherheit zu bringen oder fernzuhalten und was weiß ich. Jetzt guckt euch wieder an, was hier los ist. Vor allem die ganzen Zustandsveränderungen, die wir wieder alle bekommen. Mich kotzt das so an. Warte. Und ich werde sie so gegen Ende auch schwächer wie Kronos. Ich habe aber nicht das Gefühl. Ja, ich muss Mila haben. So, komm her. So, komm her. Okay, wir müssen die vom Zaubern abhalten. Egal, was passiert. Läuft schon wieder gut. Und läuft schon wieder scheiße. Oh Mann! Ey, wenn... Also sie ist nicht so schwer wie Kronos, das ist auf jeden Fall schon mal ein Fakt. Und sie hat sich geheilt, oder? Ich hoffe, ich habe mir gerade eingebildet. Oh nein, 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 nein. Ich kann es ja mit Ludger binden, genau. Den kann ich nicht, weil er so blöd ist. So, sehr schön. Wollte schon sagen. Oh nein, nicht gut. Bring euch mal in Sicherheit, Mann. Oh nein, warum? Sie hat sich wieder gehalten, ne? Nein. Oh nein, an dem Minen erinnere ich mich noch. Oh Mann. Ausgerechnet Dinges brauche ich doch. Weiß halt nicht, warum gibt uns jeder Boss eigentlich immer. Das kann einfach nicht wahr sein. Ich mal da rein. Oh, Ludger. Oh, super. Okay, wir haben das abgebrochen, sehr schön. Alter, das geht mir langsam auf Nerven. Mir egal, wenn ich nur den einen Angriff spamme, das ist mir sowas von kackegal im Moment. Scheint da zu helfen und das ist jetzt gerade das Wichtigste. Was hast du gemacht? Du hast so ein Ding gewechselt, ne? Ja, Mann. Ludger! Ey, ich krieg die Krise. Oh Mann. Jawohl.
Sehr schön. Ich noch ein bisschen. Nein, 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 nein. Oh nein, wir sind sowas von tot. Oder auch nicht. Wir waren schon wenig abgezogen. So, jetzt bist du dran. Mir egal, ob ich den Angriff jetzt spamme. So, wie ich jetzt schon in dem Spiel draufgegangen bin, ne? Ist mir jetzt scheißegal. Irgendwann muss ich mal. Mein Gott, warum habt ihr denn? Ich will Probleme, ja? Nein. Mein Gott, das klingt voll schmerzhaft. Oh nein, ich das auch noch. Ja, auch damit. Schon noch ein bisschen. Komm schon, noch ein bisschen. So, komm schon, verreck. Warum hat sie jetzt schon wieder so viel AP? Ich glaube, ich spinne. So, jetzt aber. Schnauze voll. Was willst du eigentlich? Ich bin ein Kresnik! Jawohl! Oh mein Gott! Oh mein Gott, die Kämpfe, die haben es echt in sich, ey. Ich liebe es. Okay. Jetzt haben wir Muse auch noch erledigt. Den vierten großen Geist, glaube ich, ne? Und ja. Dann würde ich mal sagen, was nach diesem Kampf passiert. Boah, ich bin voll hochgepumpt gerade. Das werden wir in der nächsten Folge sehen von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.